Bei Carbo Vegetabilis haben wir auch herausgefunden, dass es in die Gruppe der Arzneien gehört, die seit einer Erkrankung nie wieder richtig gesund geworden sind. That means when you probe in the history in the childhood, you'll find somewhere that doctor, after I suffered from a jaundice attack, doctor, when I suffered from an infective attack, my health has never been all right. Also seit einer schwerwiegenden Erkrankung. Man hört das zum Beispiel oft, nachdem ich Gelbsucht hatte oder nachdem ich schweres Fieber hatte, ich habe mich nie wieder richtig erholt. Gradually it has always been deteriorated. Und sie, Stück für Stück gehen sie einfach in die Knie. So major illness, never well-being and gradually deterioration of health. Schwerwiegende Erkrankheit, nie wieder gesund seitdem und eine allmählich fortschreitende Gesundheitsverschlechterung. So that major impact which they get of disease, then they go into stasis. Dieser schwere Einfluss der Krankheit führt dazu, dass sie Stück für Stück in die Stase geraten. And that is why it is said that the inflammatory condition, the psora, is also very short-lasting, converted into psychosis very early. Deswegen ist auch die Psora, diese entzündliche Geschichte, nicht lang, sondern geht schnell über in die Psychose. Affection on the respiratory system, GI system, cardiovascular system, veins and muscles, lymphatics and the skin. Die Hauptorganbezüge finden sich im Atemtrakt, im Verdauungstrakt, im Herz-Kreislauf-System, in den Venen und den Muskeln, dem Lymphsystem und der Haut. So these are the major sphere of action. Das ist also der Hauptwirkort der Kohlenstoffe. So you see here, the carbo wedge does not really reach to the level of where the petroleum is reaching. Man sieht also auch, Carbo Vegetabilis kommt nicht an die Ebene von Petroleum heran. Mental entry points is slow in thinking. People who answer very slowly. Einstiegspforten auf der Gemütsebene, langsam im Denken, sie antworten auch langsam. Even comprehension sometimes is very slow. Auch ihr Verständnis, ihre Auffassungsgabe ist manchmal sehr verlangsamt. So easy forgetful tendency. Und sie neigen dazu, vergesslich zu sein. Which gives rise to absent-mindedness. Und dann sind sie geistesabwesend. But very affectionate remedy, carbon. Ganz liebevolles Mittel. So many a times we when phosphorus and carbo wedge we can think in a similar lines. Man kann also bei Carbo Vegetabilis entlang ähnlicher Linien denken wie bei Phosphor. But phosphorus is on the fast side. The speed is really quick. Aber bei Phosphor ist die Geschwindigkeit schnell. And here the speed is slow. Hier ist sie langsam. So confusion and hence making it very cautious in more of a psychotic term and in when in Sora it is very careful. Okay, jetzt habe ich den Anfang leider vergessen. Es ist aufgrund dieser Verlangsamung ist es sehr vorsichtig und in der psorischen Phase ist es sorgfältig. So because of the timidity they have lot of they try to project themselves in the psychosis and that is why sometimes a carbon can also go into affectation. And affectation is a projection. Okay, also aufgrund ihrer Schüchternheit, wenn sie in der Psychose sind, versuchen sie oft, sich selber zu projizieren, wie sie gerne wären. Und deswegen ist es möglich, dass man bei diesen Mitteln teilweise in der Psychose auch Affectation sieht. Was sage ich denn da auf Deutsch? Affektiertes Verhalten. Affectation, ja. Remember, all carbons are extremely money-minded, so the concept of money has to come. Somewhere. Aber irgendwo findet sich auch immer das Thema Geld. Sie sind sehr aufs Geld bedacht. So money-minded, timid and sarcastic people. Also auf Geld bedachte, schüchterne und sarkastische Menschen, die sich hin und wieder nach außen sehr affektiert oder geziert geben. And generally because of the slowness and the stasis, the system gets slow and the toxins have not been thrown out completely. There is a lot of offensiveness. Und aufgrund der Verlangsamung des ganzen Systems und der Stase können sie die Toxine nicht richtig ausscheiden. Und deswegen haben wir da ganz häufig üble Gerüche. So offensive of discharges, offensive of perspiration. Die Absonderungen riechen schlecht, der Schweiß riecht schlecht. And basically so much of offensiveness that somebody says that if this person goes and uses the toilet, then for 15 minutes we cannot go inside. Es kann so weit gehen, dass jemand erzählt, wenn der aufs Klo geht, dann kann man die nächsten 15 Minuten nicht reingehen.
chilly and desires constant fanning. Verfroren, trotzdem ständige Frischluftzufuhr erforderlich und rechtzeitig. Bleeder, again, it's a passive bleeding. Sie haben eine Blutungsneigung, das sind Mittel mit einer passiven Blutung. Because the circulation is slow, because the circulation is in a stasis, they require a lot of stimulants. Und weil sie so verlangsamt sind, auch im Kreislauf, brauchen sie sehr viele Stimulantien von außen. So, dipsomania is basically a lot of alcohol they require, or they can require a lot of stimulants in terms of coffee or tea. Also es ist entweder Alkohol oder Stimulantien wie Kaffee oder Tee. And the primary aggravation time for all the carbons are in the evening. Und alle Kohlenstoffe haben ihre Hauptverschlechterungszeit am Abend. So if you broadly see, all the psychotic individuals will have an aggravation time in the evenings. Alle psychotischen Individuen haben eine Verschlechterungszeit abends. All the syphilitic aggravation times will be at night. Die syphilitische Verschlechterungszeit ist nachts. And soropsychotic ones in the afternoon or late afternoon and psoric in the mornings. Die Psoropsychotiker haben einen späten Nachmittag als Verschlechterungszeit und die Psoriker morgens. Yes, this is also one of the good entry points. Though they are timid and they are slow, the hands will be very rough and hard. Das ist auch ein guter Einstiegspunkt. Obwohl sie so schüchtern und langsam sind, haben sie raue Hände. So roughness of hands also denotes he could be a carbon. Rauheit der Hände kann uns auch schon mal eine Idee in Richtung Kohlenstoffe geben. And you know, sometimes people have a lot of thickness here. Kennt ihr das, dass manchmal die Leute hier so eine Verdickung haben? This region. So when you shake hand, you, it hurts you. Das merkt man schon, wenn man denen die Hände gibt, das tut schier weh. So those you can think that could be carbons. Da könnte man zumindest denken, dass das ein Kohlenstoff sein könnte. So fat, obese people who have rough hands. Dicke, übergewichtige Menschen mit rauen Händen.